Es war einmal ein Mädchen, das Mädchen, das hieß Anne. Diese Mütze. Und dieselbe nochmal in klein. Höckchen. Und ihr seht, gleich zu Anfang, Josephines Bett steht hier in ihrem Zimmer. Und sie schläft seit 2 Tagen in ihrem Zimmer und es geht uns beiden ganz gut dabei. Und ja, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Aber dann packen wir jetzt mal das Päckchen aus. Und zwar ist das von der lieben Angie, da habt ihr ja gesehen. Ich habe leider die Kleine schon weggeschickt gehabt und hatte die nicht nochmal, aber es ist die gleiche und klein gewesen. Und das ist ein großes Päckchen und das kommt aus Berlin. Aus Berlin? Aus Berlin, ja. Wo überall was herkommt und wo ich überall was hinschicke, ist total cool. Und das ist voll bepackt mit tollen Sachen. Und dann fangen wir mal mit den größten hier an, das gleich raussticht. Und zwar sind das Feuchttücher und natürlich sehr gut, liebe Angie. Das ist total, total super, weil die kann man ja immer gebrauchen. Und das ist Verschleißmittel Nummer 1 und natürlich sehr gut. Von Baby Love, die habe ich auch noch gar nicht ausprobiert. Das ist auch sehr gut, weil ich probiere immer gerne aus. Und ja, ich bin ja bei den Penaden hängen geblieben, aber die fallen mir jetzt nicht mehr so gut, muss ich ehrlich sagen. Die riechen auch, kennt ihr das, wenn ihr so hoch zu oft riecht oder auch bei Alkohol früher, wenn ihr euch satt getrunken habt an Wodka O oder sowas und das könnt ihr dann nicht mehr riechen und nicht mehr trinken, dann wird es euch schlecht. Und die Penaden finde ich jetzt genauso. Ich glaube, ich habe die zu oft mit Kot vermischt gerochen und deswegen finde ich die jetzt vom Geruch her, so sind die super, aber vom Geruch her nicht mehr so gut. Da habe ich die hier ja gekriegt von der Nana, von dem Neumond und die sind eigentlich auch super. Ich würde es mir jetzt zwar nicht nochmal kaufen, weil sich das mehr so anfühlt wie feuchtes Toilettenpapier, finde ich irgendwie. Aber die sind auch sehr gut. Aber jetzt probiere ich mal Baby Love aus und heute habe ich mir auch die von Hip gekauft. Aber ich denke, Baby Love ist auch nicht schlecht. So, dann geht's hier weiter mit einer kleinen süßen Hello Kitty. Ich mag ja auch Hello Kitty. Das Klischee mit Mädchen und Hello Kitty ist bei mir auch gegeben. Also eine süße Hello Kitty. Dann ein Schwein. Das ist bestimmt zu Silvester. Also ein Glücksschwein fürs nächste Jahr. Das ist total süß. Als Kerze auf einem Kleeblatt. Sehr süß. Dann Sicherheitswattestäbchen. Ich weiß, die soll man ja nun mal nicht benutzen, aber ich benutze diese Seite. Ich stecke das dünne nicht ins Ohr rein, sondern, also das ist jetzt vorne und drehe das, dass das dicke so hoch ist und rollt es dann so im Ohr drin. Weil irgendwie hat die trotzdem immer, ich sehe schon wieder heiß aus, Fussel und keine Ahnung was im Ohr. Und oben kann man ja mit der Spitze hier in der Ohrmuschel so und hier unten drehe ich das dann einfach nur. Also stecke das nicht ins Loch, keine Angst. Dafür benutze ich die deswegen auch gut. Dann, das ist was für mich, würde ich mal sagen. Feuchtigkeit, 2 Phasen, Sprühchor, Aloe Vera, Hibiskus, Regeneration und reichhaltige Pflege. Trockenes und strapaziertes Haar. Das ist sehr gut, weil ihr seht, ich habe jetzt wie das zweite Mal blonde Strähnchen drin und die werden halt wieder trocken. Und deswegen sehr gut. Von DM, Alverde, richtig geil. Da freue ich mich wirklich drüber. Ich sprühe mir das jetzt mal wie Parfüm auf die Hand. Und es riecht auch gut. Ach, das muss man schütteln. Ah, deswegen auch 2 Phasen. Du bist schlau, Anne, du bist schlau. Ja, sehr geil. Das hatte ich mal von Fructis und damit war ich auch zufrieden. Dann haben wir hier, was ist das? Ein Boot. Ein Boot. Ich glaube, das hat keine spezielle Funktion. Einfach nur zum Schönaussehen. Das stelle ich mir ins Bad. Sehr schön! Und Baby! Seit 50 Jahren Zartpflegen. Eine Creme. Ach, die riecht so gut, aber die benutzt wahrscheinlich mein Freund. Aber richtig toll. Und natürlich Teelichter. Das ist sehr gut, liebe Andi. Weil mir sind meine vorgestern, glaube ich, ausgegangen. Oder ich habe die vergraben und finde sie nicht. Dann haben wir hier von Balea eine Milch- und Honigmaske. Empfindlich und gestresste Haut. habe ich, würde ich jetzt mal sagen. Und Milch und Honig. Milch und Honig und Milch und Honig, beide von Balea, aber von verschiedenen, für verschiedene Aufmachungen. Finde ich ja lustig. Regenerierend und die ist, ja, sehr gut. Sehr gut. Ich finde es immer so nett, dass ihr mir regenerierend und Feuchtigkeit schickt, obwohl man genau sieht,
Ich habe Pickel. Aber ich muss euch sagen, ich habe jetzt zwei Stück. Die eine weiß ich nicht, von wo die ist, die Maske. Mit heilender Tonerde. Mein Gott, das hat mir mein ganzes Gesicht weggebrannt. Oh, das hat so gebrannt, das muss ich nach einer Minute wieder runterholen. Ja, und natürlich die allseits beliebte Kaufmannscreme. Ich glaube, ich habe euch schon mal erzählt, wenn ich mich abschminke unter der Dusche oder so und dann hängt hier unten immer noch die Schminke fest und dann gehe ich mit der unter die Augen und mache das mit einem Wattepad weg und dann ist es weg. Ich glaube, das habe ich euch schon mal erzählt, aber dafür ist die auch gut. Für Mutter wie für Kind. Ja. Kaufmannscreme, Lippen, Mund, sehr geil. Dann haben wir hier was zum Anziehen. Ein lila türkises Dingens, Strampler in Größe, erkenne ich jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall süß. Und Strampler sind ja eh immer gut, da ziehst du ein Pullischen drunter und dann ist das, ist er angezogen. Oh, das ist ja geil. Das ist ja geil. Cool. Das sieht ein bisschen aus, erinnert mich das mit diesen Karos hier unten an Bayern, wie heißt das? Oktoberfest. Finde ich ja mal richtig mega. Das ist ja süß, ey. Das ist S. S2T. Made in Philippines. Nathalie, was ist das für eine Größe? Sag's mir. aber richtig, richtig schön. Sehr, das gefällt mir richtig. Und das ist auch so mein Ding, ja. Also meine Tochter, solange sie sich noch nicht wehren kann, muss sie anziehen, was mir gefällt. Und das gefällt mir. Ja, sehr geil. Schön bunt und ausgefallen. Gefällt mir sehr gut. Oh, dann hätten wir hier was von Winnie Pooh. Und zwar vom H&M in Größe 68. Mit Winnie Pooh. Süß. Und rosa natürlich. Mädchen, Mädchen. Ist ja eh was für mich. Total toll. Irgendwie stört mich hier der Deckel von der Kiste. Hängt doof darum. Dann hätten wir ein orangenes Tischlein mit Bärchen drauf. Das ist auch süß. Im Sommer für auf den Kopf zu binden oder im Winter für als Halstuch. Sehr schön. Dann hätten wir hier eine Hose von Esprit. In Größe 74. Sehr gut. Und die Farbe finde ich auch irgendwie, die ist nicht rot und nicht orange, aber so ein bisschen, finde ich cool. Und mit so zwei Bienchen drauf. Wie süß. Wie süß. Und das letzte Teil. Hunde? Ah, die liegen beide unter mir. Eine Jacke. In 86 mit Mütze zum Abnehmen in so einem bräunlichen, orangelichen, ich weiß nicht, Ockerfarben. Finde ich, auf dem Handy sieht die Farbe aber irgendwie scheiße aus. Hallo, Handy? Ja, jetzt so. Finde ich auch schön, sehr schön. Ist bestimmt auch unisex, die kann man auch für Buben anziehen. Finde ich sehr schön, so ein Übergangshäkchen, schön dünn. Also, liebe Angie, sind sehr tolle Sachen. Und das Kleidchen, mein Favorit aus diesem Päckchen, natürlich auch alles andere. Und die Feuchttücher sind auch super, aber ja. Dieses Kleidchen, super, 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 super toll. Und wie gesagt, ich habe keine Probleme mit gebrauchten Sachen. Und richtig schön. Richtig, richtig schön. Und liebe Nathalie, sag mir doch mal, was das für eine Größe ist. Oder Angie, sag mir, was das für eine Größe ist. Aber es könnte schon fast ein Jahr. Naja, gut. Ich muss mal jemand fragen oder muss mal gucken. Auf jeden Fall richtig toll das Päckchen und ich freue mich riesig. Und liebe Danke, Angie. Liebe Angie, vielen Dank. Und ja, du siehst, ich habe mich gefreut. Diese Mütze. Für dieses
Ja, Päckchen! Und diese Mütze habt ihr ja gesehen, das ist die hier. Die Franziska ist das und die hat mir das schon früher geschickt und deine Mütze ist noch hier, aber die wird auch demnächst verschickt. Und ja, ihr wisst, ich packe Päckchen erst aus. Das ist schon viel länger da und ja, ich hab's aufgemacht und deine Mütze ist hier, sie ist fertiggestellt und wird weggeschickt. Also ich mache die Päckchen immer erst auf, egal wann ihr so losschickt, wenn die Mütze fertig ist. Und dann machen wir das mal. Und zwar ist das hier ein Päckchen mit rätselhaftem Inhalt. Hier ist was Gemaltes. Mal sehen, was das ist. Hallo liebe Anne, ich hatte dir ja schon geschrieben, dass ich dir auch etwas Selbstgemachtes schicken möchte. Ja, Franziska, das ist auch sehr schön. Ich habe vor circa 2 Monaten das Nähen angefangen, also sei nicht böse, wenn es vielleicht nicht so perfekt ist. Das kann man ja bei mir auch nicht sagen. Also ich finde, dass meine Ohren sind auch manchmal schief oder die Augen ein bisschen schief, aber ich glaube, ich finde, das macht den Charme auch aus, dass es nicht so perfekt ist und dass man sieht, dass es nicht von der Stange kommt und dass es nur dir selbst gehört, beziehungsweise dann deiner Tochter oder deinem Sohn oder Enkel. Kam jetzt, glaube ich, bis jetzt noch nicht vor, aber ihr wisst, was ich meine. Deswegen finde ich das nicht schlimm. Lange Rede, kurzer Sinn. Für dich habe ich einen Loop genäht. Ich habe keine Ahnung, was ein Loop ist, aber wir werden sehen. Er muss gut zu deiner Jacke passen. Für Joe habe ich passend einen Halstuch genäht, damit ihr im Partnerlook gehen könnt. Das finde ich natürlich sehr geil. Und für Joe habe ich noch eine Pumphose in 74-80 genäht. Cool, das sind diese mit diesem, wie heißt denn das? Wie so ein Sack dazwischen. Finde ich cool, die sind total gemütlich, da habe ich auch eine. Die Hose sieht unangezogen nicht besonders aus, aber angezogen ist sie echt toll. Perfekt, wenn die Kleine losgehen will, wollen. Da sie mega bequem ist. Wie gesagt, sehr gut. Wir freuen uns auf die Mütze und hoffen, euch gefallen die Sachen. Ganz liebe Grüße, Franzi und Fenja. 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 Fenja? Fenja. Cooler Name. Fenja. Finde ich cool. Fenja finde ich cool, weil es den jetzt so oft gibt. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt auch richtig ausgesprochen. Anleitung zum Loop. Okay. Du musst ihn so tragen, dass man auf einer Seite die kleinen und auf der anderen Seite die großen Punkte sieht. Und dieses Bild. Okay, wir werden das jetzt mal ausprobieren. Cool! So ein Ding mit Schleife und innen drin weich und hinten drin. Oh, cool! Cool! Also, ich glaube, ich muss das doch mit Bild. Also, die Schleife finde ich schon mal mega und es sieht super verarbeitet aus. Ich weiß gar nicht, was da ein Problem ist. könnte auch gekauft sein. Also, du musst ihn so tragen, dass man auf einer Seite die kleinen und auf der anderen die großen Punkte sieht. Okay. Also ein Schal ist es ja schon mal. Da habe ich ja, glaube ich, schon mal... ich glaube, ich bin überfordert. Findet man ein Tutorial dazu im Internet? Nachher steht in der Zeitung Mord, nee, nicht Mord, Unfall bei, tödlicher Unfall bei Loop-Anprobierung. Also das mit der Schleife finde ich ja schon mal cool, wenn ich jetzt noch rausgefunden habe, wie das funktioniert hier so. Ich weiß nicht, zieht man den so an? Zieht man den so an? Keine Ahnung, ich muss mal einen Fachmann fragen oder ich bin zu doof um deine Erklärung jetzt. Ich glaube, das liegt nicht an dir, ich glaube, das liegt einfach an mir. Aber so finde ich den schon mal richtig cool, vor allem Punkte gefallen mir eh sehr gut und Streifen und Karos gefallen mir auch sehr gut und das mit der Schleife finde ich natürlich auch sehr süß. So ein verspieltes Ding und jetzt gucken wir noch der Joe ihre Sachen an. Und zwar ist das hier das passende Halsband, wollte ich gerade sagen. Nein, ist kein Hund. Also Halstuch mit Klettverschluss, was ich sehr geil finde, weil dieses Knote und sowas ist immer ein bisschen unangenehm, aber auch machbar. Aber mit Klettverschluss natürlich sehr viel besser. Und ihr seht, das ist mit so schön weich hier hinten und das ist super verarbeitet. Ich weiß nicht, wo dein Problem ist.
Sag mir doch mal, ob du das größer verkaufen möchtest. Wenn ja, dann verlinke ich hier, wenn das geht, unten in der Infobox irgendwie deine Facebook-Anschrift oder sowas. Sag mir da mal Bescheid. Weil ich finde die Sachen wirklich toll. Das hast du sehr gut gemacht, liebe Franzi. Und hier ist die Pumphose und die ist natürlich auch sehr geil. Braun mit rosa Punkten, saugut. Aber ich finde, die sieht jetzt schon gut aus. Hier unten ein bisschen enger und so schöner, dünner Stoff, also für im Sommer. Päckchen ist leer. Vielen Dank, Franzi. Also ich finde die Sachen richtig geil. 74,80 hat sie gesagt. Sehr geil. Richtig, 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 richtig gut hast du das gemacht. Ich muss dich loben. Dafür, dass du vor 2 Monaten erst angefangen hast. Richtig gut. Wenn ich jetzt noch rausfinde, wie dieses Ding funktioniert, dann finde ich es noch viel besser. So sieht es auch gut aus. Nein. Wirklich. Franzi, ich muss dich loben. Dann sag mir Bescheid, wie das. Ob du, oder ihr schreibt mich einfach an und dann frage ich die Franzi oder weiß nicht. Mal sehen. Auf jeden Fall richtig tolle Sachen. Also ich freue mich darüber wirklich, wirklich riesig. Und vor allem gibt es das ja so nicht so oft von der Stange zu kaufen. Und Partnerlook ist natürlich auch sehr cool. Ich bedanke mich. Ganz toll hast du das gemacht. Und ja, danke. So. Mach's gut. Mist, jetzt sind die Bändel oben. Aber so gefällt er mir auch. Ich ziehe ihn einfach so an.